Moin Leute, herzlich willkommen zu unserer kleinen Fazitsdiskussion. Ja, wie ihr seht, ich sitze hier alleine, wird also keine richtige Diskussion werden, aber Felix ist leider verhindert und deswegen mache ich das Ganze jetzt alleine. Ja, ich werde jetzt kurz die Kategorien durchgehen und euch sagen, was ich zu diesen wunderschönen Schuhen hier zu sagen habe. Gut, fangen wir an mit dem Aussehen. Also meiner Meinung nach sind diese Schuhe wirklich schön, gerade diese Stickereien hier auf der Seite, finde ich, wie ihr es jetzt seht, so. Und dieses FLM-Logo und so, das gefällt mir echt alles ziemlich gut und ich finde, das sind eigentlich sehr, sehr schicke Straßenschuhe. Auch dieser Vintage-Look, den mag ich eigentlich recht gerne und deswegen habe ich da auch 10 von 10 Punkten gegeben, weil ich finde, für Motorradschuhe sind die echt Bombe. Ja, und in der Sicherheit, jetzt kommen wir auch schon zum ersten Manko, da haben sie nicht viel mehr als, ich glaube, das hört man jetzt, wenn ich hier, guck mal, hier ist es auch, kleine Plastikverstärkungen sind da so hier auch hinter diesem Logo versteckt. Kleine Plastikverstärkung, das ist alles, was sie an Sicherheit zu bieten haben. Die Sohle ist nicht besonders stark, also die ist ganz dünn und sie sind nicht wasserdicht, die Schuhe. Also da ist nicht viel mit Sicherheit, würde ich sagen. Und deswegen 4 von 10 Punkten, weil sie so einen Mindeststandard mit diesen Dingern hier erfüllen, aber auch nicht mehr. Also auf einer langen Tour, wo ihr eventuell stürzen könntet oder sowas, nicht anziehen, da schon eher zu wirklich hochwertigen Motorradstiefeln greifen und nicht zu sowas hier. Das sind ja auch nur City Boots, deswegen heißen sie ja auch so. Kommen wir zur Bequemlichkeit. Dort habe ich wieder 9 von 10 Punkten gegeben, weil, wie gesagt, es ist ein Straßenschuh und der läuft sich halt auch wie ein Straßenschuh. Und ich laufe gerne in Straßenschuhen, deutlich lieber als in meinen Motorradstiefeln und ja, dementsprechend fühlt er sich halt auch an. Das ist halt ein sehr heimisches Gefühl. Es ist, die Sohle ist schön biegsam, er ist nicht steif oder so. Und ich würde sagen, da kann man ruhig mal 9 von 10 Punkten geben. Ich glaube nicht, dass viele Motorradschuhe das erreichen können, weil sie einfach beim Laufen nicht so bequem sind. Und im letzten Punkt in der Qualität habe ich 2 von 10 Punkten gegeben. Wegen, ich glaube, ihr habt sie die ganze Zeit schon gesehen, hier Loch, Loch. Ist beim Schalten entstanden. Und ja, ich finde, bei einem Motorradschuh, der sollte Schalten aushalten. Also, da ist zwar so eine Schaltverstärkung dabei, aber das ist, glaube ich, auch eher nur so ein Alibi, dass sie einem im Laden sagen können, wenn die Sohle kaputt ist, war doch Schaltverstärkung dabei, denn die ist mir beim ersten Fahren direkt abgefallen und wie ich in der Review sage, liegt jetzt irgendwo am Barbarossa-Platz. Ja, was soll ich machen? Also, die ist so durchgerissen. Das ist mir nach ein paar Minuten schon aufgefallen, dass sie so ein bisschen anreißt. Da dachte ich mir so, keine Ahnung, was ist das denn? Und dann ist sie abgefallen. Nun ja, das ist so ein Gummiding gewesen. Das habe ich halt nicht mehr, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Aber es ist ziemlicher Blödsinn und deswegen, diese Schuhe eignen sich nicht für Vielfahrer wie mich. Also ich bin damit halt jeden Morgen zur Schule gefahren, 15 Kilometer hin, 15 zurück und 3 Monate lang. Und danach, ja, sahen sie so aus. Und auch die Sohlen sind wirklich durch, also die sind jetzt ein paar Millimeter nur noch dick. Das ist wenig, also 1 Millimeter oder weniger sind die nur noch dick und das ist einfach keine Qualität für mich. Sind zwar aus Leder gemacht und so, aber das mit der Sohle regt mich wirklich auf und deswegen nur 2 von 10 Punkten. Damit erreicht der Schuh ein Gesamtranking von 6,25 und ich würde sagen, das ist fast noch zu hoch für diesen Schuh als Motorradschuh, als Straßenschuh. Kann ich euch sagen, ist er halbwegs ordentlich, aber als Motorradschuh würde ich ihn euch nicht empfehlen. Kauft euch auf jeden Fall ordentliche Stiefel. Das war's von mir jetzt an dieser Stelle und ich sage, guckt euch am besten noch die Review an, die ist hier oben verlinkt. Und würde sagen, ciao und bis die Tage.